Willkommen zurück. Es geht nach wie vor um den geprüften Wirtschaftsfachwirt IHK, einen anerkannten IHK-Abschluss, den man bei mir, mein Name ist Marius Ebert, in sehr, sehr kurzer Zeit machen kann, nämlich in 22 Tagen Ausbildung. Schauen Sie auf www.spaßlerndenk.de, finden Sie hier oben den Wirtschaftsfachwirt. Sie sehen Deutschland Schnelllernspezialist. Und hier sehen Sie Wirtschaftsfachwirt in 22 Tagen. Und ich bin dabei, Ihnen anhand dieser Mindmap den Lehrgang inhaltlich vorzustellen. Und es gibt zwei Hauptteile. Wirtschaftsbezogene Qualifikation wird abgeprüft und dann kommt ein halbes Jahr später der zweite Prüfungsteil, handlungsspezifische Qualifikation. Und wir konzentrieren uns zunächst mal auf den ersten Prüfungsteil, wirtschaftsbezogene Qualifikation. Was lernt man? VWL und BWL, Rechnungswesen, Recht und Steuern, haben wir uns alles angeschaut in den vorherigen Videos. Schauen Sie da. Und hier haben wir die Unternehmensführung. Und da geht es zunächst einmal um Planung. Ja, Unternehmensführung hat sehr viel damit zu tun, dass man plant. Dann geht es um Aufbau- und Ablauforganisation. Aufbauorganisation und Ablauforganisation, wobei die Ablauforganisation, die man heute auch Prozessmanagement nennt, wichtiger wird als die Aufbauorganisation. Also Ablauforganisation ist heute wichtiger als Aufbau. Das sind die Abteilungen, die Stellen, aber wir verabschieden uns davon, sondern wir denken prozessorientiert, also Ablauforganisation. Dann das Gebiet Personalführung, das ein ausgesprochenes Schlüsselthema ist für die Unternehmensführung. Unternehmensführung bedeutet heute im Wesentlichen Menschenführung. Es hängt wesentlich von der Motivation der Menschen ab, ob das Unternehmen gut funktioniert. Zur Personalführung gehört Personalbeschaffung, Zielvereinbarung, Führung von Gruppen und ähnliche Themen. Und dann gibt es noch das Gebiet der Personalentwicklung. Denn wenn die Welt sich weiterentwickelt, die Technik sich weiterentwickelt, das Internet sich weiterentwickelt, dann müssen auch die Menschen sich weiterentwickeln. Und das meint man mit Personalentwicklung. Ja, und das ist es schon. Das ist der erste Teil. Es ist, wie gesagt, eine Generalistenausbildung. Es geht zunächst einmal in die Breite hier, nicht so sehr in die Tiefe. Es geht darum, einen Überblick zu haben. Es geht darum, einordnen zu können. Und wenn wir auf den zweiten Prüfungsteil dann nachher schauen, in den anderen Videos, dann werden wir sehen, dass es da ein bisschen mehr dann auch in die Tiefe geht. Also wenn wir hier nochmal schauen unter handlungsspezifische Qualifikation, dann sehen wir betriebliches Management, Investition, Finanzierung. Innerbetriebliches Rechnungswesen gehört hier noch dazu. Logistik, Marketing und Vertrieb, Führung und Zusammenarbeit sind Themen, die eindeutig hier auch korrespondieren. Ja, wir Führung und Zusammenarbeit und hier hatten wir gerade Personalführung. Also hier, upsala, hier geht es ein bisschen mehr dann noch in die Tiefe. Wenn Sie einen Lehrgang besuchen wollen, um sehr schnell diesen Abschluss zu machen und um dann vielleicht sogar weiterzumachen, in der zweiten Stufe vielleicht noch den Betriebswirt IHK da oben drauf zu setzen, was eine echte Qualifikation für eine Führungskraft wäre, dann schauen Sie auf www.spaßlerndenk.de. Dankeschön, mein Name ist Marius Ebert.